Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und der, der da am Boden liegt, das ist der Firefox. Juhu! Wir spielen Resident Evil 6. Genau, wir haben gerade in der letzten Folge so eine kleine, mickrige Schlange geröstet, haben wir sie. Ich habe hier schon dekorativ hier mein Messer, damit habe ich sie gehäutet. Das ist doch kein Messer. Außerdem von der Position eben aus sah es sehr pervers aus. Das ja, glaube ich. Ja, da stehst du drauf. Ja. Oh, ich konnte hier durch die Spinnenwebe durch. Warum sind eigentlich in dem Spiel so viele Spinnenweben? Ich denke, da wird noch eine fette Mutterspinne kommen. Meinst du? So wie ein Mutterschiff als Mutterspinne, ja? Ja. Oh oh, Redshirt. Wo ist die Wong? Das ist doch die Wong-Szene, oder? Das ist Wahnsinn. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Captain! Stimmt, das ist die Wong-Szene. Sucht ihr nach mir? Willkommen in China. Ada! Oh oh. Scheiße. Ja. Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Oh oh, da baut sie was zusammen. Er würde dasselbe für uns tun. Tu's! Los! Was? Fliegen? Marco! Fliegen Sie den mutierten Marco. What the fuck? Ich hab keine. Nachladen. Haben wir's? Ja, aber was ist das denn? C4 boah, hat er fallen lassen. Boah, cool, 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 meins. Das ist ein Schlüssel, ist das sogar. Marco! Polo! Tommy! Was ist das denn? Du musst jetzt Hilfiger sagen. Ach so. Ich kenne den doch nicht. Ach so. Ah, hier ist eine Kiste. Adi! Das! La. Das ist jetzt aber, dafür kriegen wir kein Geld, ne? Also. Nö. Ich trinke auch hier nebenbei Guinness. Ja, hat er einen Werksvertrag. Krieg jeden Tag ein Fass. Jetzt. Boah, das wäre geil. Hier sind auch Kisten. Aber das würde jeder verstehen, wenn ich für so ein Fässchen am Tag hier meine Seele verkaufen würde. Das würde jeder verstehen. Meinst du? Klar. Ja, aber jeden Tag besoffen sein ist doch auch scheiße. Ich muss ja nicht jeden Tag trinken. Oh oh. Oh oh. Boah, wie aggro er ist. Ja, vor allem, wir stehen einen Meter vom C4 stehen wir. Scheißegal, wir sind aus Müsril. Bis auf Piers haben sie alle verloren. Ja, also guck mal, du. Das ist voll das Loch in der Wand. Chris, wir müssen Ruhe bewahren. Genau. Du bist zwar mein Captain. Nach allem, was sie uns angetan hat, wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Sie haben ja recht, Captain. Aber ihr persönlicher Rachefeldzug bringt uns nicht weiter. Genau. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Oh. Halt den Mund, Junge. Was, echt, jetzt duzt er ihn? Geht es ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Na klar, ich schwitze. Wir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Oh. Ey, lass mich los. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, hä? Was ist mit ihnen los? Gut, dass Finn nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt ist vorbei. Du hättest Finn nicht denn beschmutzen. Ich werde mir Ada vorknöpfen. USA, USA. HQ, hier Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Ich komme mit. Nächste Jemand Tür rechts. Muss auf sie aufpassen. Genau. Sie wollen oder nicht. Ich bin der Babysitter. Ich merke das schon. Ja. Hast aber schon einen kleinen Köttel in der Buchse gehabt, ne? aber ich war standhaft, ja. Also, definitiv. Hier ist HQ. Wir haben die Position für Sie. Woher Ada Wong die denn hat die das? Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden GPS. Zum Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie sehen. Das klingt gerade wie ein Radiosprecher, wisst ihr? Ada Wong wurde gesichtet. Schneller! Ja, doch. Ada Wong, bitte ins Spieleparadies. Genau. Und dann ab in die Kantine zu Köttbullar essen. Mm. Wenn Sie mir folgen wollen, gut.
aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Boah, du komm, komm mal wieder runter und blas dich ein bisschen ab hier. Ada spielt nur mit Ihnen. Na. Wann erkennen Sie das endlich? Richtig. Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Ja, genau. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Ich würde gerne mal wieder was anderes sehen als hier nur China. Ich glaube, wir bleiben auch in China. Aber jetzt heißt es hier Bootreise. Oh, oh. Ich ahne schlimm. Hey! Ich wollte gerade springen. Oh, oh. Sniper. Sniper on the roof. Sniper on the roof. Köttbullar. Genau, das war ein Köttbullar. Hast du gesehen, ja? Ein Boah, Schuss cool. Und wumm. Oh, oh. Sniper. Ja, ich seh's. Ja. Sniper on the roof. Boah, der hat mir voll ins Gesicht. Oh nein. Scheiße. Die Heuschrecken. Aua, voll ins Gesicht, ey. Komm, steh auf. Weg mit dem Vieh. Aua. Okay, den hast du. So. Weiter. Bravo, keine Ahnung, wo du bist, aber... Da. Ich laufe hier die Boote lang. Wie komme ich denn darüber überhaupt? Nur springen. Ja, oh, aber oh. Wohin? Oh, oh. Oh, oh. Genau. Oh, oh. Komm, ich brauche Hilfe hier. Ja, nu, ich habe hier die ganzen Sniper weggesnipert. Ja, ich ja auch. Aber trotzdem brauche ich Hilfe. Aua, aua. Schon wieder Sniper. Ah, da oben ist er. Au! 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 Oh, oh. Ist der andere? Keine Ahnung. Oh, keine Muni mehr. Ich auch nicht. Okay, weiter geht's. Über da. Oh. Der Typ ist gerade verbrannt. Ich glaube, der verwandelt sich. Guck mal. Kann es sein, dass der sich verwandelt oder so? Irgendwie komisch. Nee. Der kommt dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Also quasi jetzt. Jetzt. Oh nein. Oh nein. Ii, was ist das denn? Das ist der Dicke. Nö. Mit der Eiterbeule hinten auf dem Rücken. Oh, die gehen jetzt schneller ein. Warum haben die Zwischenbosse so lange gedauert? Keine Ahnung. Gegen die haben wir doch letztes Mal so richtig lange gebraucht, weißt du? Ja. Ja, die hatten wir schon mal. Wo wir in diesem Rathaus oder was es da war, waren, wo die alle bernsteint waren. Ich habe ein Gedächtnis von hier bis Raccoon City, also von daher... Okay, na immerhin. Wo zumindest, kommen wir denn jetzt zumindest rein? Kannst du noch gehen. So, hier. So, dann hier drüben wahrscheinlich. Genau, hier geht's raus. Genau. Und hier rüber. Guck, siehst du. Und jetzt sind wir genau da, wo ich gestartet bin. Du bist ja eine richtige Hupfdude. Ja, und jetzt sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Ja. Läuft. Läuft soweit. Ach, hier geht's weiter, gucke. Ich kann nicht springen. Jetzt kann ich springen. Achtung. So. Und noch mehr Kisten. Hooray for boobies. So. Wartest du auf mich? Nö. Okay. Whoa. Ada! Ada! Captain, reißen Sie sich zusammen! Oh, oh. Der Heli greift uns gleich an!
Nein. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Entdeckung. Oh, oh. Verdammt. Oh, oh. OMG. So wunderschön wie heute. Ich renne. OMG. Wir können nur rennen, wa? Ja. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Nicht 92. Weg hier. Noch 92 Meters. Schnell. Da ist ein Köttbullar. Wo ist ein Köttbullar? Da. Mit dem Messer. Bam. Push weiter. Schneller. Halt die Leertaste gedrückt. Okay. Bewegung. Guck dir das an, schön gleichmäßig. Boah, der schießt immer voll daneben, der Typ. Ja. Oh oh. Oh oh. Aua, aua. Aua. Boah. Oh. Ich bin ins Wasser. Tot. Ich bin auch im Wasser und tot. Warum bist du Ihr tot? Partner ist tot. Sie sind tot. Müssen wir normal machen alles? Klar. Oh ja! Super! Super Richie, schneller wie den Wind. Die Scheiße kenne ich immer noch. Ja, war das Knob, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Der kommt schon wieder? Ja, ja, den gibt's hier im Lokalradio. Echt? Ja, richtig schlecht geworden. Oh. Wie ist der Guido-Knob, ne? Ja, ja. Aus Dienstlaken, den habe ich öfter mal gesehen. Ach, nicht Dienstlaken, Lippstadt habe ich öfter mal gesehen da. So, oh. Da kommt der Hubschrauber. Hast du jetzt Zeit gehabt, um auf den Hubschrauber zu schießen? Ich habe einmal kurz mit dem Dings geschossen. Und hier müssen wir dran vorbei, irgendwie, an die Viecher. Oh, wow, wow, wow. Oh, oh. Ja, so müssen wir vorbei. Wenn wir es zu dem Gebäude schaffen. Nein. Och, was machst du denn? Warum bin ich dann runtergefallen? Och, nö. Och, der Firefox will schwimmen gehen. Aber ich kann schwimmen. Ich hab doch das Seepferdchen. Warum hört die Mission denn hier auf? Und jedes Mal wieder von vorne. Ach scheiße, ich bleib hier überall hängen. Ich auch. Weil die Kameraführung gerade so richtig bescheiden ist, ey. Und oh, hier nochmal ein Schiff. Was? Ein Schiff? Wo? Nicht reden. Weg hier. Nicht reden. Das gehört. Ja. So. Boah, ich wünschte mir gerade, dass ich mit Joypad spiele. Wieso? Weil das mit Tastatur ein bisschen anstrengend ist. Jetzt, ey, nicht dein Ernst, ne? Was? Ich baller doch nicht. Ich baller doch gar nicht. Ich mach den voll aggro. Meinst du? Ja. Jetzt kommen die Viecher. Daneben. Drei Gänge. Wir müssen zu dem Gebäude. Oh. Ich verstehe es nicht. Warum ist denn schon wieder rum? können wir bitte cheaten? Ey, wieso kann der nicht schwimmen? Das ist doch scheiße. Reicht es nicht aus, dass wir hier... Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten. Eine halbe Stunde. Ey, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Na klar kann das wahr sein. Och Mensch, jetzt ist er wieder runtergefallen. Dem Dings hier, scheiß. Aber was schmeißt dich denn da immer runter?
Na, die Viecher da zum Beispiel. Ja. So, jetzt ist der da. Oh, oder du! Ach, ich doch nicht. Bewegung. Beweg dich. Achtung, Rakete. Oh. Kann hier nicht wenigstens ein Kontrollpunkt kommen? Nein. Bei den letzten 10 Malen auch nicht. So, jetzt habe ich den da hinten mal gespritzt. Ja. Spitzt. Na, warte nur. Ich scheiß die Wand an. Echt, scheiß die Wand an. Ja, das war Let's Play Resident Evil 6. Warum sterb ich da immer? Warum fall ich die Lücken runter? Warum sagt er mir nicht Drückleertaste, Idiot? Nein, ich laufe geradeaus weiter und er fällt ins Wasser. Er ist doch... Dann lauf doch gleich einfach mal nicht da lang. Und lass mich da lang laufen. Ja, ich lauf jetzt dir hinterher. So. Mach du den Weg klar. Okay, wir machen den Weg frei. Das genau. Kann doch nicht wahr sein. Auf diesen Stein können sie bauen, ne? Nicht reden. Weg hier. Schwebe Schein. Ja. Ich glaube, wir haben hier auch genug Product Placement untergebracht in dieser Folge. Jetzt müssen wir bloß noch zu den Firmen gehen und sagen, gebt uns Geld. Ja. Damit drei Bewegung. Leute haben es geguckt. Ja, damit finanzieren wir uns dann einen neuen Rechner. Genau. Also du ja nicht, du hast ja einen... ich habe einen recht neuen Rechner, ja. Ja, meiner ist ja auch nicht schlecht. Ist auch okay. Ja. Oh, daneben. Na, super. Oh, okay, jetzt habe ich... Ich habe jetzt nichts gemacht, ich habe gestanden. Ich bin nicht gelaufen oder sonst was. Die Rakete ist schuld von dem Ding. Wir müssen weiterrennen, wir dürfen uns da nicht lange aufhalten. Die Rakete scheint uns da den Arsch wegzusemmeln. Und wir sollen ja abschütteln, also nicht abschießen, sondern abschütteln. Ich glaube eher, dass ich jetzt reingelaufen bin, dass man sich rechts halten muss. Weil links scheint eine Lücke zu sein, ein Grafikfehler oder so. Nee, ich bin ja ins Wasser gefallen. Ja, ist schon klar. Das aber kann doch nicht wahr sein. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch einfach auf das Boot nicht springen. Reden. Weg hier. Oh. Zum Beispiel vielleicht so. Müssen wir einfach auf das Boot springen. Weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Müssen wir schneller sein. Ja, wir sind schnell genug. Nee, der Hubschrauber steht ja schon da wieder. So können wir den nicht abschütteln. Ja, der schießt doch immer daneben. So, jetzt probier's doch mal. Pass auf. Und hoch. Ich halte die Leertaste gedrückt. Ich glaube, wir müssen einfach auf dem Boot hier bleiben. Aua! Aua! Ich komm nicht mehr vorbei. Wir müssen zu dem Gebäude! Ich bin vorbei. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ach, du bist gerade ein bisschen ratlos? Ja, vielleicht sollten wir einfach einen kurzen Cut machen. Naja, ein, zweimal. Danach googeln wir mal, ob das hier ein Bug ist oder ein Feature. Die Kameraführung ist auch so elendig bescheiden hier. Ja, genau, steig doch mal runter. Das kann doch nicht wahr sein. Geh doch mal runter. Oh, ich nicht reden. Ich auch. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ey, echt, ey, wenn diese Kamera. Also, wer jetzt an der Stelle die Kameraführung programmiert hat, der gehört echt. Bewegung! Gevierteilt. Ja, mindestens. Okay, auf alle Fälle sind die Schüsse mehr oder weniger geskriptet. Also ich bin hier durchgekommen bis zu dem Boot. Du musst dich hier rechts halten. Halt dich mal hier rechts. Ja, ich muss erstmal wieder hochklettern. Rechts, da wo der Finger links ist. Ich will nicht mehr. Einmal noch.
Und dann schmeiß ich das alles in der Ecke hier. Ich bin mitten in eine Rakete gelaufen. Ja, ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ist wahr. Ich dreh's weg hier. Ja, genau. Ey, ist doch assi. Aua. Und du springst mit uns Kreuz. Toller Vorgesetzter bist du. Ja, den Captain. Genau. Captain LeCoeur. Och Mist, ich bin wieder runtergesprungen. Nein, ich bin gerade rausgeswitcht. Da hat ein anderes Programm gerade den Fokus geklaut und ich kotze gerade im Strahl. Aber so richtig im Strahl, weil nämlich ich jetzt wieder aufnehmen musste und die Aufnahme unterbrochen ist und mein Tod nicht aufgenommen wurde. Und Also, machen wir jetzt hier einen Break oder machen wir noch? Jetzt habe ich hier, also einen. Hey. Was zur Hölle passiert hier? Ich weiß nicht, die Task-Switcherei, das ist so. Jetzt muss ich stückeln hier. Das kann doch nicht wahr sein. Das, Agro. Das kann überhaupt nicht. Nein, geh hier. Hoch. Das ist doch nicht wahr. Das volle Video gibt's dann hier auf meinem Kanal. Genau, das soll irgendwie. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, wenn nicht die fast halt Lossless-Aufnahme bei OBS funktioniert, auf OBS zu switchen. Ja. Da hätte man wenigstens meinen Ton noch gehabt, aber so, Kein Problem. Man mag es nicht glauben, ich bin leicht angefüttert gerade. Ja, ich werde jetzt einfach mal, während du dich um die Viecher kümmerst, schieß einfach mal auf den Heli. Nee, wenn wir es zu dem Gebäude schaffen! Ich bin jetzt weiter. Jetzt bist du tot. Jetzt bin ich tot. Ich bin einfach vorbei, jetzt gerade. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.